Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute mal wieder GTA Online mit Marlon. Hi. Moin. Und wir spielen eine Challenge, nämlich die Verkehrsregel-Challenge, nenne ich sie jetzt einfach mal ganz grob. Heißt, wir starten hier von einem beliebigen Point, das ist der hier, und fahren ein Stück, das markieren wir gleich, und müssen uns an alle Verkehrsregeln halten. Hi, Stoppschild, Ampel, dies, das, Ananas. Ja, ihr wisst Bescheid. Ihr fahrt ja sicher alle auch schon Auto. Und wenn man das nicht macht, wenn man irgendwie ein Auto rammt, oder wie gesagt, ne, ihr seht das auch im Verlauf, dann muss man 10 Sekunden warten. Ja, und wer als erstes dann an einen Point ankommt, den wir jetzt markieren, der gewinnt. Kurze Erläuterung ist jetzt quasi da. Und Marlon, wir schauen jetzt mal. Komm, wir gehen noch weiter hoch. Jetzt kommen wir bis zum Ende der Map und dann zum Laden da, der da ist. Also nach ganz oben in den Norden und da ist ein Laden. Also, nochmal die Regeln. Wir starten jetzt gleich und natürlich den anderen Verkehr nicht behindern. Heißt, wir müssen jetzt auch erstmal nebeneinander fahren und dann vorsichtig wiederholen, überholen. Ich gehe hinter dir rein und ich würde sagen, 1, 2, 3, go. So, okay. Nice. Ich überhole dir erstmal ein parkendes Auto. Ach, schade, okay, geht doch nicht. Digga. So, okay. Kein Fußgänger da. Let's go. Ah, ich sag, okay. Ich will so viele Fehler machen. Ich überhole hier gerade mal ganz entspannt. Hier ist natürlich auch ein bisschen Geschwindigkeitsüberschuss gerade schon gewesen, aber so schlimm war das noch nicht. Ja. Hier auch alles clean. Oh, hier ist ein Stoppschild. Ja, du hast das Stoppschild leider überfahren. Das heißt, schon mal ab hier 10 Sekunden warten. Ich fahr schon mal weiter. Ja, moin, ach Digga. Ja, dann wart du erstmal. Ich fahr hier schon mal schön weiter. So, hier kann ich ganz entspannt abbiegen. Sehr, sehr schön. Jetzt muss ich auf den Zug warten. Als ob, Digga. Oh, ja. Digga, du bist noch so lang. Ja, okay, nee, das ist gemein. Okay, dann mache ich, dann warte ich hier einmal. Sag, wenn der Zug wieder vorbei ist, okay? Ja, jetzt ist er vorbei. Also kannst du weiterfahren? Ich kann weiterfahren, ja. Ah, ich habe hier instant eine rote Ampel. Ja, Digga, da bin ich so nett und warte. Und habe hier instant Karma. Aber warum auch immer Karma. Okay, ich muss hier warten. Also. Ja. Oh, jetzt bin ich, ja, ich bin gegen Bordstein gefahren. Muss ich da auch warten? Gegen Bordstein nicht schlimm, nee. Okay, gut. Das passiert jedem guten Busfahrer mal, also Leute. So. Ja, Digga, rote Ampel. Ich sehe dich im Background. Oh, dein eines Licht ist schon kaputt. Das ist natürlich, ich muss immer ab zum TÜV mit, ne? Also, das tut mir ja ein bisschen leid für dich. So, hier in der Abbiegespur einordnen und hier auch wieder Haltelinie beachten. Oh, Unfall! Das heißt schon mal für dich 10 Sekunden warten. Und hier ist alles frei. Ja, da kann man nichts machen. So, ich kann hier ganz entspannt wieder durchfahren, hier auch wieder abbiegen. Ja, war ein bisschen schwungvoll genommen, aber auch an der Stelle kein Problem. Am besten immer laut zählen, wenn du gerade warten musst. Warte. Oh, Digga, du wirst aber ein bisschen schnell. Ist das nicht Geschwindigkeitsüberschreitung? Da steht nichts. Oh, ich guck gerade noch. Digga, das war so knapp, ne? Digga, ich hab's im Rückspiegel gesehen. Ja, Junge. Mein Auto ist einfach zu. Okay, das heißt für dich schon mal 10 Sekunden warten. Och man, hey, ich bin so lost einfach. 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Digga, das Ding ist halt, ich habe nicht einmal einen Unfall gebaut, ne? Aber mein Wagen ist komplett hin. Ah ja, okay. Ich bin so schlechter Autofahrer einfach. Hier sind doch überall Ampeln. Ja. Digga, mein Auto ist halt wirklich komplett hin und ich habe nicht einmal einen Unfall gebaut. Huch, huch. Digga. Oh, Digga, schon wieder Ampel. Das Problem ist. Digga, Gegenverband. Du bist Gegenverband. Das war. Ich will schon wieder. Ja, komm, egal, ne? Nein, Junge, das war nur ein ganz klein bisschen. Ja. Aha, Digga, wie viele rote Ampeln es hier gibt. Mal ein bisschen mit den Reifen Randale machen, Alter. Du kannst hier losgehen, Leute. Ich warte. Kann ich hier irgendwie hupen? Was macht er denn? Er muss einfach 10 Sekunden warten. Digga, was? Hä? Digga, der, oh mein Gott. Oh mein Gott, was?
Was? Digga, was? Was ist bei ihr denn los? Digga. Okay. Ich hole hier einfach mal ganz gediegen. Der hat sein Auto ja anscheinend abgestellt. Digga, was hat der gemacht? Der greift mich einfach an. Vielleicht hat er dieses Reifendrehen als Provokation wahrgenommen. Das könnte ich mir vorstellen. So weiter geht's. Ach Junge. Ja. Ja gut, da kommt das. Ich kann auch noch durchgehen. Ja, ja. Ja, okay. Ich muss zählen. Fahr zurück. Ich muss zählen gleich. Fahr weiter zurück. Ist so, okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Also ich würde ja sagen, dass du bedrängst mich ein bisschen. Ja, ich habe gedacht, die Ampel wird grün. Kannst du mal losgehen? Ach, ich hab grad wieder nicht auf die Ampel geguckt. Oh, fuck. Ja, okay, ich muss einen anderen Weg fahren. Ha, du hast dich auch verfahren, Gigi. Oh. Ich habe immer so... Oh, okay. Ich dachte, der will geradeaus. Huch. Ah ja, das war durchgestrichene Linie. Ich weiß, was das heißt. 10 Sekunden für dich. Ja, okay, ich warte vor der Ampel. Oh, fuck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, moin. Da rammt er mich erstmal. Hab ich dich gerammt? Ja. Oh, okay. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 5, 5, 5. Okay. Ja, perfekt. Die Ampel wird einfach nicht grün. Ja, die Ampeln, die machen uns schon ein bisschen Ärger hier. Wir stehen auch schön hier nebeneinander, als ob es das Normalste der Welt wäre. Ich würde sagen, mein Wagen ist tatsächlich ein bisschen schneller. Ah, obwohl, nee. Oh mein Gott. 10, 9, 8. Hä? Wieso ist die Ampel rot? Ey, du weißt, dass du fahren kannst, ne? Das ist nicht deine Ampel. Fahren? Ja, das ist nicht deine Ampel. Aber so, meine 10 Sekunden sind auch rum. Digga, ich denke mir gerade so, was macht ihr? In Amerika ist es ja alles versetzt. Da siehst du auf der anderen Seite auch noch die Ampel. Lol, Digga, ja, absolut Lust. Aber hier Highway endlich mal. Du weißt, jetzt, nur rechts jetzt. Überholen. Nur rechts überholen. 10 Sekunden so. Warten. Ah, ja, auch Mann. Das ist doch scheiße, Digga. Ich glaub, wir leben hier in Deutschland. 1, 2, 3, 4. Ey, ich meine nur links überholen, ne? 8, 9, 10. Weil du hast nur rechts überholt, also links ist natürlich richtig. Aber du wusstest, was gemeint war, ne? Du hast ja direkt gewechselt. Ja. Ich meinte das andere rechts. Oh, Digga, hier ist Stau. Besonders die andere Spur geht einfach schneller, ne? Ja. Hä, man kann doch überholen, oder? Man kann doch einfach. Ja, nein, das ist. Digga, du überholst auf den Fall. Ja, okay. Regelbrechen. Ja, jetzt überholen wir einfach egal wo. Hä, nein, das ist doch so richtig. Ja, aber eigentlich darf man nur links überholen. Aber egal. Jetzt bin ich total verwirrt. Jetzt kann ich. Nee. Nee, ist egal, lol. Okay, jetzt ist ich wieder reingedrängelt. Oh. Den habe ich aber nicht gerammt. Das ist komplett. Hier ist aber ein bisschen sehr viel Verkehr, ne? Ja, Mann. Aber Digga, jetzt hole ich auf. Also, jetzt baue ich meinen Abstand aus. Ja, dein Ding ist viel zu schnell. Ja, Digga, das Ding ist halt, ich komme hier nicht durch. Ah, jetzt hier schön Lücke gefunden. So überholt man. So, ab geht die Post. Ja, hier mit Fullspeed, Alter. Oh, Digga, jetzt ist die linke Spur hier schön frei. Ja, klar. Digga, was macht ein LKW auf der linken Spur? Der gehört auf der rechten, Alter. Hä, ist es jetzt hier so wie in Deutschland oder nicht? Ja, also eigentlich darf man in Amerika mal nicht auch noch links überholen. Aber wir ignorieren das einfach mal heute. Also in Großbritannien ist es jetzt. Ja, in Deutschland ist es auch so. Oh, Digga. Wir haben ein Problem. Ah, rechte Spurstelle. Hier schön absteigen, aber naja. Da habe ich mich durchgeschlängelt. Huch. Ja, aber hier ist gerade schon wieder. Oh, Digga, ich sehe dich da im Rückspiegel. Du gibst auch dein Bestes, Mann. Ja, dein Auto ist schneller. Wir hätten vielleicht tatsächlich die gleiche nehmen müssen. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Marke habe, ich kann es nicht sehen. Na, leider sind das ja nicht immer Originalmarken. Okay. Die haben dafür leider nicht die Lizenzen. Oh, Digga, hier bildet sich ein Stau, rechte Spur ist aber wieder schneller.
Ja, weiß ich wie. Oh, Digga. Oh, oh, Digga, vor. Oh mein Gott, Unfall vor uns. Du darfst ja nicht überholen. Der ist tatsächlich gegen die Verkehrsregeln. Wart mal 10 Sekunden. Oh Mann, 1, 2, 3. Oh mein Gott, der LKW fällt. Oh, Digga. 8, 9, 10. Digga, was war denn da los? Gib Gas, Leute. Könnte es sein, dass tatsächlich mein Auto ein bisschen schneller ist? Ja, ist es auch. Ja, dann drossel ich mal ein bisschen meine Geschwindigkeit auf Ehrenbruderbasis. Nice. Oh, Digga, hier ist auch schon wieder beide Spuren besetzt. Wo überhole ich denn da, ist die Frage. Jetzt ruft mich irgendeiner an. Drück Escape. Dann ist das weg. Da kriegt er erst mal einen Anruf in gehen. Kacke, jetzt so. Hab ich einen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, oh, Digga, Pisswasser! Pilz! Ja, heißt einfach, auf dem LKW steht einfach Pisswasser. Ja, so heißen, glaube ich, alle LKWs. Lol, Digga. Oh, und ich sehe, lol, ja. Wir sind fast am Ziel. Endspurt. Oh mein Gott. Ich kann halt nicht überholen. Fuck. 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 Ja! Wer als erstes. Wer als erstes den Laden betritt. Ja. Ja, der Win gehört mir. Och, ich kaufe mir erstmal was. Oh, so ein Scheiß. Ich hab nichts mehr, okay, wenn ich nichts mehr hab. Ja, oh, warte mal. Muss mal einmal hier mich drum kümmern. Oh lol, was? Ich wurde getötet von dir. Aber wir wissen natürlich, wer hier der wahre Meister ist. Das haben wir gerade alle gesehen. Das haben wir. Alles gut, Digga. Wir haben gesehen, wer hier gerade das Rennen gewonnen hat. Und das war wirklich mit Bravour gemeistert, würde ich sagen. Und ich bedanke mich bei Marlon dafür, dass er dabei war. Leute, schaut gerne bei ihm vorbei. Und ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.